bin gestern schon früh ins Bett gegangen. Ich hatte irgendwie echt richtige Kopfschmerzen. Mir ging es nicht gut. Ich habe auch ganz leichte Halsschmerzen schon. Aber dann hast du Aspirin genommen. Die anderen waren noch länger noch gewesen. Die schlafen jetzt noch. Ich mache mir jetzt schnell einen Kaffee und gehe trainieren. Sagen, wir haben heute Donnerstag, am Samstag reisen wir wieder ab. Strandurlaub länger als eine Woche wäre auf jeden Fall nichts für mich. Also ich kann irgendwie nicht länger als eine Woche einfach nur am Strand rumliegen. Und morgens trainieren zu gehen ist echt am besten, finde ich, weil ich trinke nämlich immer nur höchstens einen Kaffee vor dem Training. Ansonsten trinke ich nie Kaffee. Also wenn, dann wirklich immer nur vor dem Training. Und morgens dann auch schon trainieren zu gehen ist echt einfach das Beste für mich. Bye. So, die anderen haben wir gerade geschrieben, die sind wach. Ich gehe jetzt nochmal einkaufen, weil wir keinen Kaffee mehr haben. Boah, ist hier kalt drin, ey. So, wo ist der Kaffee? Kaffee, Kaffee. Con leche, Café au lait, Nesquik, Chocolatino. Gracias. Hola. Hola. 4,25. Erst einmal Eiweißshake nach dem Training. Nicht schlecht. Okay, dann hast du noch einen. Okay, der ist einfach mal genau in meiner Hand gelandet. Vor allem mit den Füßen noch unter dem Ding. Soll ich das dann reintun? Wieder zurück? In der Tüte. Wie heißt eigentlich der Strand, wo wir hinfahren? Lopagan, Strand Lopagan. So. Nein. Haben wir alles? Jeder sein Handtuch. Muss jeder sein Handtuch mitnehmen. Dein Handy? Ja, das will ich mitnehmen. Mareike, habt ihr eure Handtücher? Ja, hab ich. Wenn ich das keiner ein Handtuch mit hat, dann werden wir nicht sitzen. Ich bin dran.
Und nachdem wir jetzt den ganzen Tag nur am Pool gelegen haben, legen wir uns jetzt an den Strand. Legen wir uns jetzt an den Strand, genau. Ist richtig schön. Wann fahren wir eigentlich Jetski? Yippie! Hey, wir haben heute eigentlich gar nicht viel gemacht, wir haben den ganzen Tag nur noch am Pool gelegen. Und waren gerade noch einkaufen schnell, haben alles vorbereitet. Und machen jetzt noch ein Picknick am Strand. Und lassen jetzt hier den Tag ausklingen. Oder? Ja. Wie denn drecken? Ja, ja, auf der anderen Seite. Also links. Nein, der links. Musst du da hochklettern? Ja. Ich klettere jetzt hier vorne hoch. Ich sehe schon, dass jemanden abstürzt. Fabi, du musst jetzt auf den nächsten Stein klettern. Oh mein Gott, ey, wie schön ist das denn? Es hat sich auf jeden Fall rentiert, hier hochzukommen, ey. Zieht euch mal diesen Ausblick rein. Wunder, wunderschön. Was machen die da? Was macht ihr da? Ich habe absolut keine Ahnung, was die da machen. Hier ist wieder eine kleine Hundearmee. Hier ist noch so ein Angler. Bitte? Sprichst du Deutsch? Ja. Ernsthaft? Ja. Nicht dein Ernst. Wo kommst du her? Kommst du hier? Wohnst du hier? Hier hat eine Freundin von mir ein Haus. Ach, okay. Und also zum Urlaub hier oder was? Ja. Ach, wie geil. Was los? Nichts. Übrigens, ich war, der Name war nochmal? Tom. Tom. Das ist Fabienne und das ist Mareike, das ist Tom. Hallo. Voll cool. Aus der Nähe von Hamburg. Okay, lustig. Ja, ich nehme jetzt noch ein paar Timelapses auf. Hier einmal mit dem Handy. Sieht eigentlich schon ganz geil aus. Und hier drüben einmal die erste GoPro und hier vorne noch eine andere. Ja, ist auf jeden Fall immer ganz gut, verschiedene Kameras dabei zu haben. Ich nehme jetzt hier 1, 2, 3 Timelapse auf. Mit der Kamera nehme ich jetzt auch nochmal eine auf und werde auf jeden Fall nochmal Drohne fliegen. Ich weiß gar nicht, was die Mädels sagen. Was macht ihr denn da hinten? Immer noch Fotos? Ja, ich habe leider nichts. Wir haben leider zum Schnorcheln kein Equipment da, weißt du? Wir haben halt nichts. Okay, Leute, ich weiß nicht, wie das am Ende aussehen wird, die Timelapse. Drohne ist da oben, nimmt gerade eine Timelapse auf und fliegt automatisch 1,7 km pro Stunde geradeaus. Insgesamt, glaube ich, 5 Minuten, 6 Minuten fliegt sie und am Ende kommt ein 7-Sekunden-Video bei raus. Ich weiß wirklich nicht, wie es aussieht, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe bei weitem noch lange nicht alle Features von der Drohne irgendwie ausprobiert, aber sieht echt mega schön aus. Bin mal gespannt, echt cool. So, ich pack gerade mal zusammen. Ich mache mich jetzt los. Viel Spaß noch. So, mein Lieber, ja. Dir auch, auf jeden Fall. Und viel Spaß noch, viel Erfolg auf jeden Fall beim Angeln. Ja, danke. Mach's gut, ciao. Schönen Abend. Glück habe ich das Handy raus.